Okay. Тебе. О, спасибо. Das ist, das sind ganz viele Blumen. Oh, und ein Ballon. Das ist eine Rosinie, oder? Ja. Dann frisst alles auf. Oh. Спасибо. Большое. Спасибо большое, Мария. Я очень радуюсь. Я подарки. Пока. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir, alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstag. Ich auch nicht. Ja. Ich hab's geahnt. Alte Magierin. Stopp. Moment. Ich hab's nicht doch einfacher.
Einfach dran ziehen. Theorie. Theorie. Sicher? Nein. Hanna hat jetzt heute zwei Tafeln Schokolade. Und die wird sehr lecker im Bauch sein. Hanna ist so ihren Tafeln Aufreißer. Ja. Und immer noch eingepackt. Oh, und da ist noch etwas eingepacktes. Sieht aus wie ein... Oh. Sailor Moon? Nein. Da vorne, glaube ich, sah es so aus. Das geht zum Buch. Und das sind die drei Bücher. Anime-Bücher! Ui, mit Ritter! Oh, wow, sind die schwer und riesig. Wollen wir rein schon? Das ist die 3, das ist die 2, das ist die 1. Comic? Das sind die Malanleitungen. Und das ist Comic. Ich glaube, Fritz aber hat Anime, oder? Schack, schack, schack. Hier ist ein Toilette. Noch eine Oma. Das kann er doch. Oh, okay. Das ist das Augenmonster. Böse ist das. Schmeckt böse. Der böse Blick mag ich. Ich hatte vom Pakasat schon die Grünes Lernen. Wort Mischka, Markovka, Zwickla, Katoschka, Tverpaketik, Ogutzi. Ich habe hier auch die Grünes Lernen. Und da kann ich schon eine Kolbasse. Ich habe mich schon wieder zwei Roschen, nur die Sättel, die Sliwki. Ich mich hat ihm auch Tuschi, habe ich hier Plakaterit, die Leute im Katori. Дали нам эту возможность подготовить для земля и вообще для долгое время выживать. Очень, очень огромное спасибо вас. Это огромная помощь для нашей семьи, потому что у нас нет такая возможности, и зато мы очень, очень благодарны. Also, hallo, liebe Freunde, ich wollte euch nochmal sagen, wir hatten Besuch und wir haben einen Sack voller Möhren. Rote Beete, Kartoffeln bekommen, Gurken, geräucherte Wurst, Joghurt, nicht so Joghurt, so eine Art Quarkspeisen bekommen. Das ist eine Wahnsinnshilfe. Wirklich, die ganze Seele sagt einfach nur danke, danke, danke für diese Möglichkeit, weil wir haben diese Möglichkeiten nicht. Und das hilft natürlich eine Weile zu überleben, vorzubereiten, einzuwecken sogar. Und wirklich, wir danken euch wirklich von unserer Seele, vom Herzen her, einfach nur für dieses wunderbare Geschenk. Большое, большое спасибо. Мы вас очень любим. Спасибо большое. Вот, друзья, мы уже начали чуть консервировать эти овощи. Мы сейчас чуть варим, и потом налим к нашему банке. А Луна... За то, что ты будешь делать? Хлеб. Хлеб? Ну давай. Я чуть занята, друзья. Я попозже показываю, что я сделаю. Also, liebe Freunde, ich habe schon angefangen, ein bisschen Gurken einzuwecken. Ich habe jetzt mal die kleine Variante. Das kommt dann in die Gläser. Luna wird in der Zeit was machen? Brot. Genau. Und ich werde später zeigen, was ich alles so eingeweckt habe und was ich alles aus dem Zeug gemacht habe. Also, Baka Baka. Baka. Schau mir auch,
weißt du noch, oh, da die ganze Hefe im Mund. Ah! Was guckst du da? Ist vielleicht Werbung dabei. Was tust du da eigentlich? Sehr klar. Hä? Sehr klar. Na, Simon. Na, rote Beete für den Wind. Rote Beete für den Wind? Schatzzimmer umbinden? Eigentlich wollte ich nur mal Schatzzimmer. Bevor du die Klamotte einsahst? Ui, da war's. Das meine ich. Arbeitsschutz, Mädel, Arbeitsschutz. Das ist nur, weil du filmst. Mm-mm. Nein. Wir wollen Action sehen hier. Du sollst sie nicht essen? Schmeckt aber. Toll. Schmeißt du das jetzt wieder in die Schüssel rein? Nein. Ich überlege, da könnte noch ein bisschen was rein. Dann stopf mal noch was rein. Ja, aber die Stückchen sind so groß. Das sind große Schnitten. Muss ich quetschen. Hab ich ja schon. Na, dann machen wir weiter. In deinem Wahn hier. Ja. 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 Und dann bis gleich, ne? Ja, ja, bis gleich. Da, fuck! Immer mit deinem Film. Ich bin nicht. Ach so. Was ist das für ein Blödsinn? Mittag kochen und weiter einwecken. Was ist das? Gurken. Gurken? Gürtchen. Ich auch was zwickle. Und die Gläser, die anderen? Da. Nee, ich dachte, wir waren ausruhen. Ja, dann guck mal. Bevor du guckst, mache ich erst mal Wasser. Weil das ist unser Essen verbaut. Da können die anderen essen, aber wir nicht. Komm. Willst du die im Regal auffüllen? Das habe ich schon gemacht. Und das? Das wäre klar, aber tut das hier auch gut sehen. Ah. Mhm. Aha. Und das? Kartoffeln. Und das?
Ich hau dich. Du hast doch viel zu tun. Ja. Oh, gut, tschüss, Nock. Marco. Ja. Warte, hab ich ein paar Rastet. So schick. Ну как, потихонечку. Ну да, сами говорим. Ну, друзья, папа уже начали на улице работать. Я пока, ну, консервы сделала, но варится для семьи. Семья с собой. Короче, папа почистит вот тут эти панели. И вообще уже видно, как чисто стало все это. Also, Papa arbeitet draußen, ich koche drinnen ein für den Winter, wie auch immer. Papa hat angefangen, diese Paneelen sauber zu machen, kurz, und da sieht man es sehr deutlich, wie sauber das jetzt schon geworden ist. Krass, die was da, der Otsch, Papa, mal an dir. Da. Ja, dann die Moja hat das Bank gemacht. Da. Die Gläser sind weiß, das ist deine Arbeit, drum meinst du. Das ist schon fertig. So, und nun schießt es. Hab's hier. Sie haben schon krass lieber. Wort. Mal nicht jetzt. Du. Dabei. Spot hat schon. Rana ist da ja. Nicht. Und doch, ich schon. Nicht. Ich war von wo unten wach. Der zu draußen. Ist da was. Zu draußen? No. Natürlich. Hey, sie wollten ja was gesehen, ja. Du hast schon 12 часов. Du hast nicht? Was gesehen? Aha. Никто не отдохнет, was gesehen. Это выходно? Где? Wo? Какая выходная? Всем не надо. Okay. Na, давай. Selbst als du Urlaub hattest, hattest du keinen Urlaub. Нет. Постоянно работа есть. Ладно, всем пока. Пока. Привет, дорогие друзья. Сегодня я прощаюсь с вами с помощью. Просто я не знаю, как мы можем это справиться. Пора в 1 сентября, вы сами знаете это, у нас 4 школьника, и Луки вообще переведи в другом школе, ему понадобится, ну, наверное, еще вот рабочие тетради покупают, я еще не знаю, какие у меня, просто завтра уеду, и надеюсь, что все будет известно. Для малышей вообще нужно даже помочь школьной форме, они вообще в летом выросли, и они... Каждому понадобится эти для физкультуры такая обувь и смена обувь. Я не понимаю, как быстро дети вообще выросли, но мы сами не можем это справить. И зато я спрашиваю вас в помощь, если кого-то тут может чуть помочь с этим, было бы неплохо, просто для нас. Это очень большой расход, и я не знаю, как это справиться. Вообще, еще нужно тетради несколько. Карандаши, ручки, клей, альбом. Я вообще не знаю, где в моей голове стоит. Просто это так много, и мне даже неприятно спрашивать в помощь вообще. Как это тяжело для меня, спрашивать помощь. И, конечно, спрошу вас прощения, если кого-то тут чувствует себя обидеть за то, что я спрошу в помощь вас, но я извиняюсь, я хотела бы что-то помочь даже нашему папе. Но просто у нас нет такой большой доход, что мы можем это справиться. Так, в этом смысле пока.